Wir begleiten unsere Patienten tatsächlich von der Aufnahme bis zur Entlassung. Onkologische Fachpflege ist in der Diagnostik involviert. Es gibt die verschiedenen diagnostischen Maßnahmen. Wenn wir zum Beispiel über Chirurgie reden, es könnte sein, dass die onkologische Fachpflege Aufgaben hat, Patienten aufzuklären oder zum Beispiel aufzuklären wegen einer Operation oder bevorstehenden Angriff, wie zum Beispiel Endoskopie, Gastroskopie, Koloskopie oder Bronchoskopie. Ist die Entscheidung getroffen, dass der Patient eine Systemtherapie kriegt, dann ist die onkologische Fachpflege richtig herausgefordert. Arzt ist derjenige, der sozusagen aufgrund von dem Tumorkonferenzbeschluss einen Chemotherapieplan schreibt und diese Umsetzung liegt in onkologischen fachpflegerischen Händen. Das heißt, die Chemotherapie oder Systemtherapie kommt auf der Station oder Ambulanz. Das muss aufgenommen werden, das muss richtig gelagert und das muss letztendlich auch appliziert. Es gibt sozusagen einen Chemotherapieplan, was gibt man als erste Prophylaxe und dann kommen bestimmte Chemosubstanzen. Da muss man ab und zu noch zusätzliche Infusionen geben. Da ist gefragt, neben handwerkliches Geschick, auch viel Erkenntnis und viel Wissen über Wirkung von diesen Substanzen und besonders über die Nebenwirkung. Weil neben anschließend muss man noch unsere Patienten auch beraten, wie sollen sie verhalten. Wir kennen unsere Patienten schon im Diagnostikprozess. Das heißt, wir lassen uns gegenseitig kennenlernen. Wir erstellen auch pflegerische Anamnese, so können wir ganz genau, ob Patient neben einer Krebserkrankung oder Verdacht auf die Krebserkrankung auch andere Erkrankungen hat. Wir begleiten den Patienten und aufklären bei diesen ganzen diagnostischen Prozeduren. Das ist ein Teil. Und zweites Teil ist, wir begleiten den Patienten besonders in den therapeutischen Phasen. Wenn man das zum Beispiel um die Systemtherapie geht, wir sind diejenigen, die dem Patienten auch die zum Beispiel Chemotherapie anschließen und die überwachen, aber letztendlich auch Patienten informieren, anleiten und beraten, bezogen auf die verschiedenen Nebenwirkungen. Zum Beispiel, ob Patient Mukositis, Probleme mit Muschleimhaut kriegt oder Probleme mit Verdauung im Sinne von Übelkeit, Erbrechen oder Diarrhoe. Oder hat Patient Schmerzen? Das heißt, wir beraten aus der Sicht von onkologischer Fachpflege. Patient sozusagen ist schon einmal von Arzt aufgeklärt und wir versuchen mit unseren pflegerischen Maßnahmen dieses ganze Heilungsprozess zu unterstützen.